Hallo Menschen, ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Mimosa Lee und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Leute, ich habe jetzt seit 2 Wochen keinen Vlog mehr gedreht, also seit 2 Wochenende, sagen wir mal so. Und ich habe euch vor 2 Wochen, als ich in Stuttgart war, mitgenommen. Ich habe leider da keine Endszene mehr gedreht, deshalb habe ich das jetzt einfach so gemacht, dass ich euch jetzt die Szene vor 2 Wochen in Stuttgart zeige. Und ab dann geht es hier weiter. Jetzt geht's los mit Stuttgart. Hallo Menschen, ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Mimosa Lee und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Mittwoch, ich habe heute frei und ich und meine Eltern gehen nach Stuttgart, weil ich dort einen Termin gemacht habe, um Hochzeitskleider anzuprobieren. Ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann. Manchmal darf man ja Kameras da nicht mitnehmen, weil man sonst vielleicht Ideen oder so klauen kann. Ich weiß es nicht ganz genau. So, wir sind jetzt in Deutschland angekommen. Das war eine sehr lange Fahrt. Nein, war es nicht. Aber jetzt haben wir bestimmt noch 2 Stunden Fahrt bis nach Stuttgart und um 2 Uhr haben wir einen Termin. Meine Mutter ist auch hier. Sie macht immer so. Etwas anderes macht sie in meinen Videos nicht, aber ist auch okay. Also, wir sehen uns dann in Stuttgart. Leute, ich glaube, wir haben noch 30 Minuten und dann sind wir da. Ich könnte einschlafen. Ich bin ein Mensch, der immer im Auto einschlafen könnte. Und ja, es hat voll viel Nebel, deshalb geht die Fahrt noch ein bisschen länger als sonst. Uhu, wir haben es geschafft mit 1000 Umwegen irgendwie. Jetzt rechts abbiegen. Ja, haben wir es irgendwie trotzdem geschafft. Jetzt, tut mir prepara, der Smarty. Genau, jetzt gehen wir was essen. Jetzt die zweite Straße rechts ab. Wie ihr sehen könnt, im Hintergrund bin ich in einem Brautmodengeschäft und jetzt probiere ich ein paar Kleider. Ich habe noch keins anprobiert. Wir sind jetzt am Schauen, welchen Schnitt und so. Aber mehr zeige ich euch noch nicht. So Leute, wir haben jetzt ganz viele Kleider anprobiert. Ich habe ein Favorit. Also eigentlich 2, aber eins war schöner. Und ja, wir haben jetzt aber keins genommen, weil das war die erste Anprobe, die ich je hatte. Und ich finde, ich muss mich jetzt nicht beim ersten Termin entscheiden, welches Kleid ich nehme. Deshalb werde ich mich noch weiter umsehen. Und vielleicht kann ich ja euch irgendwann mal mitnehmen bei so einer Anprobe. Muss jetzt nicht da sein, wo ich war, sondern im Allgemeinen, weil da durfte ich leider keine Aufnahmen machen. Und genau, jetzt sind wir gerade im Milaneo und ich gehe jetzt ein bisschen shoppen. Und ja, und natürlich gehen wir im Hans und Glück und essen dort einen Burger. Leute, Vanessa hat ja gestern bei mir übernachtet und übrigens ist heute Samstag. Ich habe euch ein paar Szenen von gestern Abend noch aufgenommen. Meine Freundinnen waren hier, sie waren das erste Mal hier und wir haben ein bisschen gechillt. Dann habe ich noch was kurz so Snackmäßiges gemacht und genau, ich blende euch das jetzt ein. So. So sieht es aus, wenn meine Frauen hier sind. Und ich mache uns gerade so Avocado-Brötchen mit Eier. Und ja, wir essen jetzt. Und das ist eigentlich, warte, ich zeige euch, welches Uhrzeit. Oh mein Gott, 23.23 Uhr. Genau, ich habe jetzt da einfach die Guacamole zerdrückt und ein bisschen Zitrone reingemacht und ein bisschen Knobli, Gewürze und Vegeta. Tikiana Kosmota, pack. Bitte schaut mal, wir sind einfach am Boden hin, weil wir noch keinen Tisch haben. Ich mach das nicht auch, ich mach nur den Tisch an. Yay! So Leute, ich schneide jetzt die auf. Oh mein Gott, das ist so lecker. So, jetzt machen wir uns fertig, weil
Wir gehen schnell nach Zürich in die Stadt. Vanessa muss was machen. Ich muss auch was holen, was ich bestellt habe. Und dann nehmen wir euch mit. Adriana wartet dann auf uns in Zürich. Und dann gehen wir zu dritt ein bisschen raus. Heute ist das Wetter sehr nebelig, aber irgendwie scheint doch die Sonne ein bisschen durch. Ja, mal schauen, was ich heute so anziehe. Das ist immer meine Frage am Wochenende. Was ziehe ich an? Weil das sind die einzigen zwei Tage oder drei. Weil Freitagabend manchmal gehe ich ja auch weg. Das sind die einzigen zwei Tage, wo ich meine Inspiration, meinen Stil im freien Lauf lassen kann, weil sonst muss ich ja immer so in eine Uniform arbeiten gehen. Und genau, also wir nehmen euch jetzt mit, wir machen uns fertig. Meine Haut... Was? So Leute, wir haben uns fertig geschminkt, fertig gemacht und jetzt gehen wir nach Zürich. Ich habe das heute an. Oh, man sieht es gar nicht. So. Sieht das aus? Zara, Zara, Zara und meine Dior-Schuhe. Und genau, wir haben uns schon fertig geschminkt. Mein Look sieht heute so aus. Ich werde euch noch die nächsten Tage diesen Look drehen, weil so viele gefragt haben, ob ich dieses Make-up aufnehmen kann für euch. Und das werde ich natürlich machen, wenn ich Zeit habe, weil diese Woche geht es nicht. Wahrscheinlich wird es erst nächste Woche sein. Und genau, Vanessa ist auch schon fertig, die macht Bilder. Sie sieht so gut aus. Das ist die mit den vielen Zähnen. Am Hammer gestehen. Au, 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 au. Hi Leute, ich bin heute auch wieder dabei beim Vlog von Mimosa Lee. Und ich wollte euch fragen, wisst ihr, was Umste heißt? Umste, Umste. Wir sind voll Umste. Nein, wir sind voll die Umste. Wir sind voll die Umste. Leute, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Die Jugendsprache von heute. Es heißt, schreibt es in die Kommentare. See you later. So Leute, wir haben bei Lidl eingekauft. Und Toilettenpapier, Blumen natürlich. Und jetzt räume ich das kurz alles ein und dann chillen wir mal ein bisschen und dann schauen wir, was wir so machen heute noch. So, ich hoffe, es hat euch gefallen bis dorthin. Es war mega spannend. Ich habe übrigens dort kein Kleid dann gekauft und ich bin jetzt gerade, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Ich treffe mich mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Und ich zeige euch gerade mal, was ich anhabe. Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Ich weiß nicht, früher dachte ich mir immer so, ja, es ist eigentlich gar nicht so viel. Man muss ja nur ein bisschen putzen und so. Aber man ist dann schon so 2-3 Stunden dran, bis man alles fertig geputzt hat. Und ich putze dann alles einfach mega sauber. Und ja, ich kann euch ja sonst mal ein Video drehen, wie ich meine Wohnung putze. Ich finde das auch manchmal mega spannend, weil es so Tipps und so gibt. Falls ihr Interesse habt, dann lasst einen Daumen nach oben. Dann werde ich euch natürlich mal zeigen, wie ich meine Wohnung putze. Ich werde euch sowieso diesen Look mal wieder neu drehen, weil alles andere ein bisschen alt ist auf meinem Kanal. Genau, ich war einfach... Genau 2 Wochen richtig krank. Ich musste so husten. Meine Nase war verstopft. Mein Hals hat wehgetan. Ich hatte Fieber. Ich hatte Schweißausbrüche. Es war mir einfach so schlecht, dass ich keine Videos aufnehmen konnte. Und es wäre so unauthentisch gewesen. Deshalb habe ich jetzt mal nur eine kurze Pause gemacht. Und genau, ein Q&A habe ich aber noch gedreht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch in der Infobox. Und jetzt nehme ich euch mit. Ich zeige euch direkt mal, was ich anhabe. So Leute, das ist mein Outfit of the Day. Meine Schuhe sind von Zara, die Hose und der Pullover auch. Die Jacke ist von H&M und die Tasche ist von Gucci. Also ich habe mich ganz easy peasy angezogen, damit ich mich auch schnell wieder ausziehen kann, wenn ich was anprobiere. Genau, und jetzt gehe ich direkt los. Ist euch diese Treppe bekannt vor? Oh, Krenal ist auch da. Mal schauen. Hey, klopfen, wenn du reinkommst. Hallo!
Hey, Leckheis! Hi, Rulei! Oh mein Gott! Hoi! Schon mit Korn unterwegs. Ja, du. Ja. Ja, hi. Hi, Mom. Hoi. Wo ist Arbi? Hey, hoi! Ich bin heute mit meinen beiden Schwestern unterwegs. Ihr könnt euch beruhigen. Und ja, hier sind sie auch schon. Du siehst schon so wie ein Loi, so schön. Leute, schaut mal, wenn wir auf der Straße getroffen haben. So, wir holen uns jetzt da was. Pizzeria heißt das. Das ist so lecker. Meine Schwestern sind jetzt da hinten und gehen ein paar Schuhe anschauen. So Leute, wir haben jetzt gegessen. Das war so lecker. Das ist beim Globus auf der linken Seite. Und jetzt nehmen wir so wie heißt es hier nochmal? E-Scooter. Oh ja, genau. Jetzt nehmen wir so E-Scooter mit meiner Mutter. Das wird so lustig. Wir müssen nämlich noch was holen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe mal. Warum ist gerade nicht? Leute, wir sind jetzt drauf. Ich kann nicht mehr, meine Mutter ist einfach auch drauf. Oh. Adi, fahr! Fahr, Elio! Fahr! Hey Leute! So Leute, wir sind wieder zu Hause, also bei meinen Eltern, haben ein bisschen geschlafen. Und jetzt haben wir uns fertig gemacht und sind wieder unterwegs, gehen was trinken mit Freunden und dann sehen wir uns morgen wieder. Das ist mein Outfit of today, also ganz schlicht und einfach wie immer. Bis morgen! Leute, ich bin eingeschlafen. Wir waren heute den ganzen Tag im Birkenstock und es war mega schön. Das Video ist eigentlich jetzt auch zu Ende. Ich gehe jetzt schlafen. Morgen ist Montag. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich versuche diese Woche noch ein Video zu drehen. Danke, dass ihr mich immer fleißig unterstützt. Lasst einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!